Hallo zusammen. Heute ein etwas traurigeres Thema, aber eins, was mir unheimlich auf der Seele brennt, was mir ganz, ganz wichtig ist. Heute geht es um Torf und um Moore. Und die meisten von euch wissen ja vielleicht schon um die Problematik, aber ich möchte es mal noch ein bisschen erklären. Torf ist bis Mitte letzten Jahrhunderts eigentlich hauptsächlich als Brennmaterial benutzt worden. Das heißt, das wurde einfach irgendwo abgebaut aus Mooren und wurde dann verfeuert, weil es eben einen guten Heizwert hat und sehr einfach abzubauen ist. Ab Mitte des letzten Jahrhunderts hat man dann angefangen, im großen Stil Torf in der Profigärtnerei und im Hobbybereich einzusetzen. Das heißt, Torf befindet und befand sich in fast allen Blumenerden, in Rhododendronerde sowieso ganz viel, in Anzuchterden, in Pflanzen. Also wenn ihr Pflanzen in Baumarkt, Gärtnerei, Gartencenter kauft, die Ballen enthalten immer Torf oder fast immer Torf. Das gilt für Zimmerpflanzen genauso wie für Pflanzen für den Garten. Torf ist also im Gartenbau und in der Gärtnerei allgegenwärtig und überall. Und um euch mal die Menge an Torf so ein bisschen zu vergegenwärtigen, die wir in Deutschland brauchen: In Deutschland werden Stand jetzt ungefähr 4,5 Millionen Kubikmeter Torf pro Jahr noch abgebaut. Dazu importieren wir ungefähr die gleiche Menge nochmal, ein Großteil davon aus dem Baltikum, ein kleinerer Teil aus Skandinavien. Das heißt, in Deutschland verbrauchen wir im Jahr etwa 9 Millionen Tonnen Kubikmeter Torf. Um euch mal eine Größenordnung zu geben, weil 9 Millionen ist so ein bisschen schlecht greifbar, das entspricht ungefähr dem Volumen von 4000 olympischen Schwimmbecken. Also wir verbrauchen 4000 olympische Schwimmbecken voll mit Torf in Deutschland jedes Jahr. Ich finde, das ist eine abartige Summe. Und wenn man sich mal überlegt, dass wir davon 2000 olympische Schwimmbecken selber noch abbauen, sogar in Deutschland, fehlen mir eigentlich die Worte, muss ich sagen. Letztendlich wird ja für jedes bisschen Torf, für jeden Kubikmeter Torf, wird ja ein Kubikmeter Moor abgebaut, der irgendwo entwässert ist und den man eigentlich renaturieren müsste. Und da möchte ich jetzt als nächstes dazu kommen: Was ist denn das Problem mit Torf? Klar, für Torf werden Moore entwässert, aber wie groß ist denn das Problem eigentlich, ne? In Deutschland hatten wir ursprünglich etwa 17.000 Quadratkilometer Fläche an Mooren, also insgesamt. Das entspricht, weil es wieder eine blöde Zahl ist, entspricht ungefähr der Fläche Thüringens. Man muss sich vorstellen, Thüringen wäre auf ganz Deutschland verteilt auf eine unfassbare Menge an Mooren. Ein Großteil davon in Norddeutschland an der Küste und in Süddeutschland, großteils in den Mittelgebirgen. Im mittleren Bereich Deutschlands gab es nie besonders viele Moore. Und das hat den Hintergrund, wo ich jetzt noch darauf zu sprechen kommen möchte: Es gibt verschiedene Arten von Mooren. Es gibt einmal Niedermoore. Das sind im Prinzip Seen, das heißt, in einem See habe ich einen gewissen Grundwasserstand. In dem See wachsen dann irgendwann Pflanzen, die Pflanzen sterben ab, es wachsen mehr Pflanzen. Irgendwann füllt sich der See quasi so mit Pflanzenmaterial auf. Wer vielleicht von euch einen Teich hat, der kennt das, wenn ihr da sowas wie Seerosen drin habt, die verlanden das Ganze auch. Das heißt, das Substrat im Teich wird immer höher und wenn man da nicht eingreifen würde und ab und zu mal den Teich ein bisschen ausräumt, hätte man irgendwann einfach nur noch einen Sumpf. Das heißt, das wäre quasi einfach dann eine sehr nasse Sumpflandschaft. Die Niedermoore sind sehr, sehr artenreich, weil sie eben einen etwas höheren pH-Wert haben, üblicherweise im leicht sauren oder sogar alkalischen Bereich. Und in dem Bereich gibt es eben eine sehr, sehr große Menge an Pflanzen und Tieren, die sich darauf spezialisiert haben, die mit so sumpfigen Bedingungen super klarkommen. Und deswegen habe ich eine sehr, sehr große Artenvielfalt in Niedermooren. Jetzt gibt es eben die Niedermoore, dann gibt es auch Hochmoore. Hochmoor bedeutet, das Moor ist unabhängig vom Grundwasserspiegel. Das heißt, er braucht keinen See dafür. Ein Hochmoor kann überall entstehen, wo ausreichend Regenwasser draufkommt auf die Fläche. Das heißt, da wachsen dann, weil es sehr, sehr feucht ist, wachsen Torfmoose. Auf den Torfmoosen, die sterben irgendwann ab, da wachsen neue Torfmoose drauf, die sterben ab, es wächst eine neue Schicht, die sterben ab, es wächst eine neue Schicht. Das geht schichtweise immer weiter nach oben und entkoppelt sich eben vom Grundwasser und das Moor wächst einfach in die Höhe, weil einfach ausreichend Regenwasser von oben drauf kommt. Das kann eben nur an sehr, sehr feuchten Stellen passieren. Und das Problem ist, dadurch, dass das entkoppelt ist vom Grundwasser, hat im Prinzip das Hochmoor einen unheimlich geringen Nährstoffgehalt, weil es die Nährstoffe eigentlich nur aus der Luft kriegt oder aus dem Regen. Das heißt, die kriegen es nicht aus dem Boden mehr, die Torfmoose, sondern wirklich nur von oben. Und deswegen wächst so ein Hochmoor pro Jahr nur um etwa 1 Millimeter. Andersrum heißt es, wenn ihr 1 Meter Hochmoor haben wollt, braucht ihr 1000 Jahre dafür. Moore, also Hochmoore, sind im Gegensatz zu Niedermooren etwas weniger
artenreich. Und das liegt daran, dass sie extrem sauer sind. Also der Boden im Hochmoor hat einen pH-Wert von etwa 3,5. Das entspricht Essigwasser, ist also wirklich ein ultrasaures Substrat. Und es sind kaum Nährstoffe bzw. fast keine Nährstoffe drin, weil die Nährstoffe eben nur aus der Luft kommen. Deswegen sind Hochmoore eher artenarm, aber es sind sehr, sehr spezielle Arten und unheimlich schöne Arten, wie zum Beispiel bei den Tieren der Hochmoorgelbling oder bei den Pflanzen die Moorlilie, der Sonnentau oder zum Beispiel auch Glocken- oder Besenheide. Das sind sehr, sehr spezielle Arten, die eben in Mooren wirklich gut klarkommen und die eben auf diese Moore spezialisiert sind und die auch wirklich nur im Hochmoor, also die Besenheide kommt noch woanders vor, aber viele der Arten kommen wirklich nur im Hochmoor vor, weil die eben auf anderen Flächen dann viel zu konkurrenzschwach wären. Und deswegen müssen wir unsere Moore unbedingt schützen. Und wer sich noch ein bisschen genauer mit den Mooren befassen will und sich auch mal die faszinierende Artenvielfalt in Hochmooren angucken will, dem sei ganz, ganz unbedingt hier der Film von Jan Haft, der heißt Magie der Moore, ans Herz gelegt. Ich verlinke euch hier oben auch mal den Trailer. Ist wirklich ein super Film, ganz, ganz geniale Aufnahmen und man kriegt eben einen super Einblick in das Leben im Hochmoor. Jetzt ist aber eben so, dass heutzutage in Deutschland, also ihr erinnert euch, früher mal die Fläche Thüringens, heutzutage haben wir gerade mal noch die Fläche Bremens an intakten Mooren. Das ist ein Witz, das sind 500 Quadratkilometer ungefähr nur noch von den ursprünglich 17.000 Quadratkilometern. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist fast nichts mehr, was übrig ist. Also 95% unserer Moore sind vernichtet und großteils abgebaut. Also das ist unterirdisch. Und was ich noch unterirdischer finde, wir bauen heutzutage ja immer noch gewaltige Mengen an Torf ab und ruinieren damit weitere Moore noch, also es sind keine intakten Moore mehr, sondern es sind Moore, die inzwischen landwirtschaftlich genutzt werden. Aber man könnte sie ja auch einfach renaturieren, ne? Oder einfach ist eben der Punkt. Das Problem ist eben, Torf ist ein super, super beliebter Stoff, ein super beliebtes Substrat für die Gartenbauindustrie. Und das hat folgende Hintergründe. Torf ist einmal ultra billig, weil man kann ihn eben baggerweise abbauen, wenn man ein Moor entwässert hat. Torf ist strukturstabil, speichert unheimlich viel Wasser und Torf ist im Prinzip so ein bisschen eine super Basis einfach. Torf ist extrem sauer. Das heißt, das Material kann ich jetzt einfach mit Kalk aufdüngen auf das, oder aufkalken auf den pH-Wert, der perfekt ist für die Pflanze, die ich da drin nachher wachsen haben will. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Rhododendron haben will, brauche ich nicht viel aufkalken, weil Rhododendron braucht sehr sauren Boden. Wenn ich jetzt eine Pflanze drin haben will, die sehr kalkliebend ist, kippe ich einfach genug Kalk ins Substrat in den Torf rein und dann habe ich ein Substrat, das perfekt passt für die Pflanze. Und dadurch, dass Torf so ultra nährstoffarm ist, kann ich einfach mit synthetischem Dünger genau den Nährstoffgehalt perfekt einstellen. Torf ist deswegen das ultra beliebteste Substrat und deswegen wird es auch immer noch so häufig benutzt. Aber wir müssen das stoppen und zwar so schnell wie möglich. Ihr müsst euch vorstellen, die Moore in Deutschland, dadurch, dass die in einem so schlechten Zustand sind, emittieren jedes Jahr 50 Millionen Tonnen CO2. 50 Millionen Tonnen sind das. Das sind 7% unserer gesamten Emissionen in Deutschland, gehen auf die Moore zurück, die im Prinzip dadurch, dass sie nicht mehr nass sind, sondern trocken sind, wird das Torf abgebaut, zerfällt, es entsteht CO2 und weg ist das. Ja? 15 cm Moor oder Torf im Moor speichern genauso viel CO2 wie ein 100 Jahre alter Wald auf der gleichen Fläche. Das muss man sich mal vorstellen. Das sind nur 15 cm. Wenn man sich überlegt, dass man hier meterdicke Moorschichten hatte und teilweise auch noch hat, muss man sich mal überlegen, was da an CO2 gespeichert ist. Die Moore auf der Welt speichern insgesamt mehr CO2, als es die Wälder tun. Das müsst ihr euch vorstellen. Und wir sind so blöd und benutzen das in Einwegpflanzen und schmeißen die nach 6 Wochen wieder weg. Und selbst wenn wir sie nicht wegschmeißen, auch in Zimmerpflanzen, auch in ganz normalen Gartenpflanzen, die ihr kauft im Gartencenter, ist überall Torf drin. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass dass wir Verbraucher aufhören damit. Guckt bitte ganz, ganz, ganz genau hin. Wir können da wirklich was ändern und wir müssen da was ändern. Und das können hauptsächlich nur wir Verbraucher tun. Die Bundesregierung hat zwar einen Moorplan rausgegeben und auch einen Plan, was den Torverbrauch angeht. Und darin heißt es dann, bis 2025 sollen im Hobbybereich nur noch 50% Torf eingesetzt werden und bis 2030 nur noch 30%. Diese Ziele haben wir heute, haben wir schon nur noch 48%. Also wir haben dieses Ziel für 2025 jetzt schon früher erreicht. Aber um ehrlich zu sein, finde ich es eine erschreckende Zahl. 48% von den Blumenerdesäcken, die aus dem Gartencenter geschleppt werden, sind Torf. Das ist ein Witz.
Wie kommt man denn auf so einen Blödsinn? So leid es mir tut, also da könnte ich ausrasten, wenn ich so einen Quatsch lese. Wir müssen da runter auf Null und zwar so schnell wie möglich. Wie kann man denn so blöd sein und wahnsinnig seltene, einmalige Lebensräume, die Jahrtausende brauchen, um zu wachsen, einfach abzubauen, um dafür Blumenerde zu gewinnen? So leid es mir tut, aber so wichtig kann kein Garten sein. Also ganz, ganz schnell müssen wir da weg. Und noch schlimmer ist es im Profibereich. Profibereich heißt im Prinzip der Erwerbsgartenbau, das sind die Staudengärtner zum Beispiel. Das heißt, da wo Blumen eben einfach, wenn ihr Blumen im Topf kauft, der Topfballen enthält wie gesagt eben Torf, da ist eben bis 2025 das Ziel, auf 80% Torf nur noch runterzukommen und bis 2030 nur noch auf 70% Torf. Was sind das für Ziele? Ja, wir haben heutzutage, was ich gut finde, schon 78%. Das heißt, auch da haben wir das 2025er Ziel schon erreicht. Aber was heißt denn das? 78% aller Pflanzen, die ihr kaufen könnt, bestehen aus Torf, die Ballen. Das ist ein Witz. Das ist viel, viel, viel zu viel. Deswegen, bitte, wenn ihr Blumen kauft, wenn ihr Blumenerde kauft, guckt ganz, ganz, ganz genau drauf. Auch wenn da Bio draufsteht, heißt das nicht hundertprozentig, dass kein Torf drin ist. Es muss wirklich draufstehen, dass kein Torf drin ist. Oder ihr guckt den Inhaltsstoffe und guckt rein, dass da wirklich nirgendwo irgendwas von Weißtorf oder von Torfsoden oder von irgend sowas draufsteht. Kauft bitte torffreie Blumenerde. Das ist ganz, 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 ganz wichtig für uns, für unseren Planeten, für den Klimawandel, für die Artenvielfalt. Das ist so ein wichtiger Punkt und deswegen liegt mir das auch so am Herzen. Man muss aufpassen, es gibt viele Blumenerden, da steht dann drauf, Torf reduziert. Ja, dann ist nur noch 50% drin oder 30%. Völliger Blödsinn, das bitte nicht kaufen. Wirklich bitte nur Erde kaufen, wo 100% draufsteht, torffrei. Oder eben den Inhaltsstoffen entsprechend. Das gleiche gilt eigentlich für Pflanzen. Wenn ihr Pflanzen im Gartencenter, in der Gärtnerei oder im Baumarkt kauft, überall Torf drin. Bitte aufpassen, das nicht kaufen. Informiert euch vorher bei der Gärtnerei. Und seid euch hundertprozentig sicher, weil oftmals kennen sich die Leute da auch nicht aus und sagen dann, ja, ja, da ist nichts drin. Ist fast doch überall Torf drin. Im Zweifelsfall, guckt euch, in der Beschreibung habe ich hier wieder ein paar Links. Das sind Online-Gärtnereien, die benutzen definitiv keinen Torf für ihr Substrat. Da könnt ihr auf jeden Fall einkaufen. Es gibt auch definitiv viele weitere Gärtnereien, die das machen. Aber man muss eben wirklich ganz, ganz, ganz genau hingucken, um nicht nachher doch ein Stück Moor in seinem Garten einzupacken. Noch viel schlimmer wird es bei sogenannten Moorbeeten, die manche Leute sich im Garten anlegen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich bin ein riesiger Botanik-Fan. Ich liebe Seltenheiten. Ich bin, ja, um hier einen Sonnentau oder eine Moorlilie im Garten zu haben, wäre für mich so ein bisschen das Größte. Aber das ist den Schaden nicht wert, den man anrichtet. Ich kann hier im Garten natürlich ein Moor anlegen, was dann auch so ein bisschen intakt aussieht und ein paar schöne Pflanzen drin hat. Aber ich kann diesen Lebensraum, der Jahrtausende braucht, um zu wachsen, niemals nachbauen. Ich habe auch die Fläche natürlich gar nicht. Um da wirklich nachher viele Arten anzusiedeln, bräuchte ich ja quadratkilometerweise Platz. Das hat keiner. Deswegen bitte hört auf, Rhododendron in euren Garten zu stellen und den mit Moorbeeterde zu füllen. Hört auf, Moorbeete anzulegen, auch wenn es einen da in den Fingern juckt. Da werden einmalige Lebensräume für immer vernichtet und zerstört. Wir müssen ganz, ganz schnell ran und die Moore renaturieren. Wir müssen die Moore schützen und müssen sofort aufhören, Torf in Blumenerden zu packen. Ich denke oder ich hoffe, das war euch jetzt nicht zu emotional. Aber ihr merkt, das Thema macht mich wahnsinnig wütend. Wie kann die Menschheit? Wir sind so schlau und halten uns für so schlau und sind immer noch so blöd, im Jahr 2023 noch 4000 olympische Schwimmbecken voll mit Torf in Deutschland abzubauen und zu benutzen. Abzubauen nur 2000, Entschuldigung. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte einige von euch überzeugen, in Zukunft ganz, ganz genau hinzugucken beim Pflanzenkauf und beim Blumenerdekauf. Überall ist Torf drin. Bitte kauft das nicht. Lasst diesen Quatsch. Ich wünsche euch trotzdem eine gute Zeit. Ciao, ich bin raus.